Ich bin ehrgeizig, loyal und intelligent. So steht es jedenfalls in den Sternen. Ich bin nämlich ein Steinbock. Allerdings frage ich mich, was ist da wirklich dran? Also wissenschaftlich gesehen. Tatsächlich sehen die Sterne eines Sternbilds ja nur für uns so aus, als würden sie zusammengehören. Dabei sind sie oft hunderte von Lichtjahren voneinander entfernt. Das ist schon komisch, dass so willkürlich zusammengestellte Sterne meinen Charakter beeinflussen sollen. Und da gibt es noch einen Haken. Der astrologische Kalender heute ist noch der gleiche wie vor 2.500 Jahren. Damals entsprachen die Sternzeichen den Sternbildern, durch die die Sonne gerade wanderte. Blöderweise gibt es da aber ein eigenartiges Phänomen. Die Erdachse taumelt nämlich. Seit den Babyloniern hat sich deswegen alles um etwa einen Monat verschoben. Bei meiner Geburt stand die Sonne also gar nicht im Sternbild Steinbock, sondern im Schützen. Aber die Konstellation der Sterne bei meiner Geburt könnte ja trotzdem etwas über mich aussagen, oder? Amerikanische Psychologen wollten es wissen. Astrologen sollten nur anhand des Geburtsdatums Aussagen über die Persönlichkeit von 193 Probanden machen. Die Astrologen gaben sich Mühe. Trotzdem war ihre Trefferquote nicht besser als die eines Zufallsgenerators. Mit einer Sache haben die Astrologen aber recht. Der Zeitpunkt unserer Geburt hat tatsächlich Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Im Frühjahr geborene Frauen sind zum Beispiel statistisch deutlich experimentierfreudiger als Winterfrauen. Und im Winter geborene Männer sollen ausdauernder sein. Nur mit den Sternen hat das nicht unbedingt was zu tun. Eher schon mit den Hormonen. Warum erkennen sich aber dann trotzdem so viele Menschen in Horoskopen wieder? Psychologen haben da eine plausible Antwort. Sie nennt sich Barnum-Effekt, benannt nach dem berühmten Zirkusdirektor P.T. Barnum. Sein Wahlspruch war: ein bisschen was für jeden. Und genau so funktionieren auch viele Horoskope. Sie sind oft so formuliert, dass jeder etwas bei sich wiedererkennt. Und je mehrdeutiger und allgemeiner Aussagen sind, desto eher akzeptieren wir sie als genaue Beschreibungen unserer Persönlichkeit. Studien haben das gezeigt. Vor ein paar Jahren gab ein französischer Psychologe 150 Testpersonen angeblich individuell für sie erstellte Horoskope. Über 90% der Probanden fanden sich in den Horoskopen wieder. Dabei hatten alle dasselbe Horoskop gelesen, nämlich das eines französischen Serienmörders. Wissenschaftlich gesehen gibt es also keine Belege dafür, dass an der Astrologie etwas dran ist. Aber vielleicht gibt es ja auch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die Wissenschaft erklären kann. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren. Beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.